Und hier bin ich wieder, denn es geht weiter mit dem zweiten Teil für die Sternzeichen Waage bis Fische, wo ihr erfahrt, was für die Gesundheit gut ist und was ihr vermeiden solltet. Die im Sternzeichen Waage Geborenen hatten in der letzten Zeit zu viel nachgegeben. Es war ihnen zu anstrengend, auf ihr Recht zu pochen. Und um des lieben Friedens willen gaben sie nach und legten keinen besonderen Wert darauf, zu streiken. Doch das war nicht gut. Das war nicht gut für deine Psyche, aber das war dir nicht bewusst. Deine Haut hat mit kleineren Allergien darauf reagiert. Da es dir jetzt bewusst ist, hole dir wieder deinen wohligen Schwung mit deinem kräftigen Willen zurück und glaube an deine Stärken und Fähigkeiten. So wird sich deine Haut wieder gut fühlen und du dich auch. Der Skorpion verfügt über hervorragende Selbstheilungskräfte, die in ihm schon immer vorhanden waren. Er hat in diesem Sommer ist er aufgeblüht und über sich hinaus gewachsen. Das wird noch eine Weile andauern und er wird keinerlei Leiden erfahren. Du solltest alte, negative Dinge nicht aufkommen lassen. Dein Körper braucht das nicht. Du bist so stark, dass du mit deiner Kraft anderen Menschen helfen kannst. Probiere es und du wirst staunen, welchen Zauber du verbreiten kannst. Das ist schön. Tja, der Schütze. Der Schütze steht immer noch unter Druck, was er körperlich sehr stark zu spüren bekommt. Er ist immer auf dem Sprung, ehrgeizig und schnell, auch mit seinem Kopf. Du musst zur Ruhe kommen. So kommst du mit deinem Selbstvertrauen zu alter Stärke. Dann nehmen deine Schmerzen im Hüftbereich wieder ab und du bekommst neuen Schwung. Und dann kann dich nichts mehr bremsen. Der Steinbock. Der Steinbock hat sich in letzter Zeit selbst vergessen. Er sollte sich mal selbst um seine eigenen Probleme kümmern. Nicht die Belange anderer sind wichtig, sondern deine eigenen. Das solltest du bedenken. Denn dann nimmst du dir selbst die Lasten von deinen Schultern und wirst gestärkt mit neuem Mut. Die Gelenke deines Körpers werden es dir danken. Du wirst gestärkt mit neuer Zuversicht und neuem Lebensmut und du fühlst dich wieder topfit. Und jetzt der Wassermann. Der Wassermann zählt zu denjenigen, die nie Zeit haben. Sie essen geradezu mal nebenbei und das Telefon ist der ständige Begleiter. Ja, sie haben zu wenig Schlaf und zu viel Stress. Dadurch fühlen sie sich ausgelaugt und müde und ihre Gelenke meckern sie an. Wassermann, besinne dich auf deine Kräfte und setze sie dosiert ein. Dann wirst du in Optimismus und Gesundheit zu deiner alten Energie finden und zu neuem Lebensmut. Zu guter Letzt nun die Fische. Der Fisch, er fühlt sich nach diesem Sommer stark und ist voller Selbstvertrauen. Er findet sich großartig und gesund, was seinen Lebensmut optimistisch beflügelt. Sie bejahen nicht jede stressige Aufgabe aus reiner Gutmütigkeit, weil sie es nicht jedem recht machen müssen und auch nicht wollen.
Bisher wurde der Fisch ausgenutzt und das war nicht gut für ihn. Es hat ihn krank gemacht. Ihr Fischegeborene, wenn ihr das erkannt habt, wird euer Selbstvertrauen aufblühen. Ja, und ihr fühlt euch wieder gesund und fit. Topfit. Bravo. So, das waren die Gesundheitsprognosen für alle Sternzeichen. Ich hoffe sehr, ihr werdet meine Ratschläge etwas befolgen. Das wünsche und hoffe ich für euch von ganzem Herzen, dass ihr ein tolles Leben mit guter Gesundheit habt. Herzlichst, eure Deria.